Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Cupshe Try-On Haul für dich. Das heißt, ja, es geht um Bademode. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, wie die Qualität so ist, wie die Produkte so angezogen aussehen und so weiter und so fort, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Cupshe ist eine Marke, beziehungsweise ein Online-Shop, den man, der ist ansässig in England, in Großbritannien. Ich habe die Produkte zugeschickt bekommen, um sie hier in dem Video zu zeigen, habe dementsprechend auch einen Rabattcode für euch. Das ist ytb-de. Richtig geiler kryptischer Code, Leute, ne? Ich finde ihn auch herrlich, aber es ist quasi youtube.de Deutschland, ne? Da bekommt ihr ab 70 Euro Einkaufswert 15% Rabatt. Ich würde aus dem Herzen heraus sagen, bei Bademode hat man das relativ schnell erreicht, deswegen ist es vollkommen legitim. Man kann aber auch 10% sparen, wenn man sich beim Newsletter anmeldet irgendwie, habe ich gesehen, eben als ich auf der Seite noch weiter gestöbert habe. Und die haben aktuell sowieso auch krasse Sale-Aktionen. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob der Rabattcode überhaupt auch auf die Sale-Artikel gilt. Genau, man bekommt in dem Online-Shop Bademode. Das heißt, sowohl so Mix-Kinis, das heißt, du hast ein Oberteil und kannst dir das Unterteil, so wie du möchtest, dazu bestellen oder halt ein komplettes Set. Also ich habe mir komplette Bikini-Sets bestellt, dann Badeanzüge, Strandmode, dann gibt es auch noch die großen Größen, nennt sich das, glaube ich. Das geht, ich glaube, ich habe mir das aufgeschrieben, bis 4X, genau. Und dann gibt es auch noch die Kindermode, also quasi für Mädchen, Größe 2 bis 12. Da muss ich wirklich sagen, keine Ahnung. Aber die haben auch eine super tolle Größentabelle, beziehungsweise einen Größenfinder. Darüber habe ich auch herausgefunden, dass ich die Größe M bestellen sollte. Ich bin 1,73 Meter groß, wiege ungefähr 70 Kilo und habe auch normalerweise in Bademoden oder in Unterwäsche halt auch die Größe M oder ja, manchmal oben eher S und unten eher L. Das ist immer so ein Zwischending, ne? Aber ja, so halt. Genau. Und was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Aktuell, genau, ist der Umtausch verlängert von 30 auf 90 Tage, weil wir ja gerade so eine etwas außergewöhnliche Situation haben. Ab einem Einkaufswert von 45 Euro ist der Versand kostenlos, ansonsten 4,99 Euro, jedenfalls für Deutschland. Ansonsten verschicken die ja auch noch nach, also in den Niederlanden, nach Österreich und nach Frankreich. Ach so, und natürlich, ihr kennt mich, ich bin so ein prüdes Mädchen, ne? Nein, ich habe gewisse Grenzen mir gesetzt und eine Grenze, die ich mir gesetzt habe, ist, dass ich mir hier vor der Kamera, dass ich mich hier nicht in Unterwäsche zeigen werde. Das heißt, ich habe die Produkte vorher anprobiert, aber ich habe eine Lady, die mir hierbei tatsächlich heute Unterstützung geben wird. Und zwar ist das diese wunderschöne Lady. Ist sie nicht wundervoll? Sie hat, ja, einen Körper. Das ist schon mal sehr positiv. Die ist auch natürlich deutlich voluminöser obenrum und deutlich schmaler an der Taille als ich. Aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen, damit ihr das halt so halbwegs angezogen sehen könnt. Und ich das dann halt, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie cooler, als wenn ich einfach nur das Ding hier so in die Kamera halte, oder? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob das... ob das okay ist, dass ich das mit der Puppe mache oder ob ich das einfach auf dem Bügel hätte zeigen sollen. Aber ich fand das ganz ulkig. Die Lady habe ich schon eine ganze Weile hier, weil ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Die Produkte sind übrigens im sehr erschwinglichen Bereich. Ich habe fast für jedes, also fast alles, was hier drin ist, hat 23,99 Euro gekostet. Was ich für einen Badeanzug vollkommen in Ordnung finde, was ich für ein Bikini-Set oben und untenrum auch vollkommen in Ordnung finde. Also ich würde sogar fast sagen, dass es günstiger ist als das, was ich mir bislang immer so gekauft habe. Aber, das werden wir gleich auch sehen, die Qualität spricht echt für sich. Das Ganze kommt an in so Zip-Beuteln, beziehungsweise in so Druckverschlussbeuteln, sagt man ja auch so schön. Und ja, wann, wenn nicht jetzt im Februar, wenn draußen 40 cm Schnee liegen, ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Bikini-Haul zu drehen, oder? Finde ich total perfekt. Und nein, ernsthaft, ich finde es wirklich schön, weil ich freue mich so auf den Sommer. Und dann hat man jetzt so diese Sommer-Vibes. Und als ich hier gestern die ganzen Sachen angezogen habe und die dann meinem Freund gezeigt habe, guckte der mich auch das erste Mal an, so, was hat die Frau irgendwie, ne? Was hat die schon wieder in ihrem Kopf drin? Aber es war einfach schön, nochmal so ein bisschen jetzt in diesem tiefen Winter diese Summer Vibes zu fühlen. Ernsthaft, das macht Spaß. Zieht euch mal ein Bikini an. Einfach mal jetzt mitten im Winter. Ihr habt direkt dieses, ja, es sei denn, es ist rattenkalt bei euch zu Hause, aber ihr habt direkt ein tolles Gefühl, glaubt mir. Weil man sich auf den Sommer freut, genau. Und das ist halt wirklich schön verpackt, ne? Kann man sich überhaupt nicht beschweren.
Die Qualität von den Produkten gefällt mir richtig gut. Du hast hier keine Fisselnähte oder sonst irgendwas. Es ist gut vernäht, sofern ich das beurteilen kann. Ne? Ich habe die Dinger jetzt natürlich, die Teile noch nicht in Einsatz gehabt, aber das ist schon cool. Dann hast du hier bei diesem hier, das erste, was ihr gleich sehen werdet, auch herausnehmbare Cups. Das habe ich, glaube ich, bei fast allen Produkten, wo was drin ist, nicht unbedingt, um einen Push-Up-Effekt zu haben, was natürlich der positive Nebeneffekt ist, sondern halt auch so ein bisschen, damit man nicht das Nippelwetter halt so intensiv sieht. Weil da habe ich persönlich, wenn ich schwimmen gehe, überhaupt keinen Bock drauf. Und ja, ansonsten, die Farben sind intensiv, gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe es halt auch noch nicht gewaschen und jetzt darf... Schreibt mal in die Kommentare, wie ich diese Lady nennen soll. Sie hat nämlich leider noch keinen Namen. Aber sie braucht einen Namen, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr meint, was der Name sein könnte. Ich habe hier übrigens gerade eine Sache entdeckt, jetzt wo ich das gerade mal so auf links habe, sage ich mal. Da habe ich hier von diesem Gummi, dass da sowas Überschüssiges ist. Das muss ich natürlich auch zeigen, ne? Das ist eine ganz, ganz ehrliche Geschichte hier. Mahlzeit, Sammy. Da guckt hier so ein Ding raus. Ich weiß nicht, ob das stören wird. Also ich habe das tatsächlich gar nicht gespürt, als ich das anprobiert hatte. Das scheint von diesem umlaufenden Gummi zu sein, was halt so ein bisschen die Puppies festhält, ne? Naja. Wollen wir sie Lady Lola nennen? Ich weiß es nicht. Man sieht, dass Lady Lola tatsächlich eher eine S als eine M wäre, wenn nicht sogar eine XS, aber gut. Ne? Also steht ihr eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ne? Ich habe lange Lady Lola nicht mehr so schick gesehen und wie gesagt, ich habe das Teil ja auch selber angehabt, dass ist ein richtig toller Badeanzug. Ich feiere den hart. Ich mag den richtig gerne. Ich finde, dass der einen mega krassen, schönen Ausschnitt hat. Also das fand ich extrem sexy. Man muss halt wirklich aufpassen, weil du hast hier nicht nur an den Hoopies hier unten drunter so eine Verstärkung, sondern halt hier auch noch. Ne? Und wenn man dann vielleicht noch nicht so ganz seine Bikini-Figur erreicht hat, so wie ich im Februar, dann kann es durchaus passieren, dass dieser Part hier unten so ein bisschen das betont, was du nicht betont haben möchtest, nämlich die überflüssigen Corona-Fündchen, sage ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten fand ich den extrem schön. Meinem Freund hat die Farbe nicht so gut gefallen, aber ich muss halt auch dazu sagen, dass als ich den angezogen habe, ich bin ja auch leichenblass aktuell, ne? Ich bin jetzt ja nicht weiß Gott wie gebräunt. Wenn ich den aber im Sommer anziehen werde, ich weiß, dass Mint extrem meine Farbe ist. Ich weiß auch, dass mir in dem Moment Orange richtig gut stehen wird. Und deswegen freue ich mich extrem, den auch im Sommer anzuziehen und mich darin zu bräunen. Ja, die Bräunungsstreifen werden etwas interessanter werden. Aber naja, ne? Weil du hast hier im Dekolleté ja auch dementsprechend etwas, was natürlich ja normalerweise direkt auf der Haut anliegt. Und ja, genau. Ja, der ist ein Triangel, also hinten ist der halt im Nacken zum Schnüren, ne? Hat einen richtig schönen Rückenausschnitt, was ich gerne mag. Der ist auch nicht zu knapp, das mag ich auch ganz gerne. Ich mag das nicht, wenn ich Badeanzüge oder Bikini-Unterteile habe, die einfach unten an meiner Lulu, und das ist übrigens der Spitzname, also ich kann auch Vagina sagen, aber ne, die quasi im, da wurde ich nämlich tatsächlich mal für angefeindet, dass ich Lulu sage. Fand ich charmant. Okay, auf jeden Fall sitzt der im Schritt halt echt angenehm. Halt nicht zu knapp, sodass man nicht Angst haben müsste, wenn ich jetzt irgendwie zu sehr Beachvolleyball oder sonst irgendwas spiele, dass es irgendwie verrutschen könnte. Und ja, finde ich erstmal soweit so gut, ne? Kommen wir zu dem nächsten Badeanzug. Und der hat wirklich einen Zipper. Also manche sind als Zipper, manche sind als Druckverschlussbeutel und sind aber alle echt schön bei mir angekommen. Hier haben wir jetzt einen weiteren Badeanzug, den ich auch sehr, sehr schön finde. Den fand mein Freund tatsächlich auch schöner als den, den ich gerade gezeigt habe. Ja, ich finde den auch hübsch, definitiv. Der ist qualitativ auch sehr, sehr hochwertig. Also man merkt halt auch, wie dick das ist. Es ist hier wirklich so zweilagig, ne? Und ich mag die Farben und ja... Bei Weiß hat man ja sonst immer ein bisschen Angst, dass es durchsichtig wird. Ist es hier auf gar keinen Fall, weil du hier zum einen diese verschiedenen Lagen hast, dann hast du hier auch noch Cups mit drin, ne? Also dieses Anti-Nippel-Wetter-Gedöns. Und ja, dann lassen wir Lady Lola mal den Badeanzug anziehen. Darf man die überhaupt waschen? Ja, jetzt kommt die Hausfrau in mir zum Vorschein. 30 Grad und natürlich bestenfalls nicht in den Trockner, ne? Sammy, was macht Freundin denn? Spielt die mit Puppen?
Die Produkte, die ich hier vorstelle, bekommt man übrigens in den Größen XS bis XXL. Genau. Und ja, hier haben wir dann den zweiten Badeanzug, der tatsächlich vom Schnitt her etwas gediegener ist, wenn ich das mal so sagen darf. Nicht nur, weil der halt natürlich ne, einen normalen Ausschnitt hat und nicht noch dieses verlängerte von eben. Der hat hier halt auch ganz normale Träger und kein Triangel. Ist auch in dem Sinne untenrum etwas geschlossener. Noch ein Stück weit geschlossener als der von gerade. Sieht man tatsächlich auch hinten. Aber ja, wie gesagt, ne, also ich finde, dass beide sehr, sehr gut sitzen. Ich finde, dass der auch eine richtig schöne Figur macht. Also der ist sehr anschmiegsam in dem Sinne, dass er auch sehr, ich weiß nicht, das schmeichelt halt sehr. Das Einzige, was mich hier tatsächlich ein bisschen stört, ist hier, dass der bei mir Flachland einfach macht. Also wenn ich den anhabe, du hast hier halt keine Verstärkung oder sowas, sodass es dann halt wirklich sehr, sehr flach bei mir aussieht. Und ich hätte mir den wahrscheinlich noch eine Nummer größer bestellen müssen, weil ich persönlich so ein bisschen das Gefühl hatte, wie auch hier bei der Lady, dass die Hupis so langsam rausfallen. Ne? Ich weiß nicht, das ist halt so mein Empfinden gewesen, als ich den anhatte. Ansonsten fand ich das hier vorne sehr, sehr schön gemacht. Das ist halt so, ne, diese Lagenoptik gefällt mir. Das ist ein ganz tolles Detail. Das ist, ne, ich kann es auch nochmal in die Kamera zeigen, echt hübsch, definitiv. Und von hinten, achso, guck mal, man könnte theoretisch sogar die Träger über Kreuz oder so machen, ne? Wenn man hier die Träger rausnimmt. Das habe ich eben noch gar nicht gesehen. Die sind auch höhenverstellbar, also größenverstellbar. Du kannst die hier länger machen. Und ja, das finde ich echt nice. Also das ist wirklich ein schöner Badeanzug, den ich mir auch so gut vorstellen kann, wenn ich wirklich so am See schwimmen gehe oder sowas. Ne? Weil das ist halt, hält alles an Ort und Stelle, wenn er denn dann hier oben auch bei mir ordentlich hält. Das muss ich dann wirklich nochmal in Anwendung gucken. Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall angezogen und wohl mitfühlen. Dass man das hinten über Kreuz machen kann, finde ich auch cool. Denn hier vorne kannst du die Träger nicht abmachen, aber hinten, dann könnte man die so, dann hast du die vielleicht, und das muss ich mal bei mir ausprobieren, hat das dann auch vorne ein bisschen mehr Halt, ne? Dass es nicht ganz so sich anfühlt, als würden die da rausfallen. Das ist cool. Kommen wir zu dem Bikini, den ich der Bikini Pink und Blumen genannt habe, hier auf meinem Zettel. Und zwar hat der, also den fand ich vom Sitz her am allerbesten. Also der hat echt toll gesessen. Der hat so was leicht Sportliches, das werden wir gleich auch nochmal angezogen sehen. Das ist das obere Teil. Ich glaube, dass Bikinis auch meiner Figur tatsächlich etwas mehr schmeicheln, weil ich habe diese Dip-Hips, ne, ich glaube so heißen die, dass man quasi an den Hüften so ein drin hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich als junges Mädchen zu viel zu enge Jeanshosen getragen habe. Auch hier haben wir wieder die herausnehmbaren Cups. Hier haben wir tatsächlich einen Steg, also so einen Bügel, wie nennt man das? Also im Prinzip, wie halt, wenn man eine Corsage anhat, ne? Da hat man auch an den Seiten ja solche Stäbe noch zur Verstärkung, was ich sehr angenehm finde. Genau, alles auch wieder größenverstellbar. Hier vorne die Schleife ist nur Deko, das heißt, man schlüpft halt rein wie in einen Top. Ne? Das ist auch ganz interessant, weil wenn der nass ist, kriegt man den wahrscheinlich etwas schwerer aus, bin ich ehrlich. Und ja, genau, den ziehen wir gleich noch an. Auch hier die Verarbeitung ist wirklich toll. Ne? Also hier hast du vielleicht, ganz vielleicht, dass man so ein paar Fädchen sieht. Aber ansonsten hast du hier so eine tolle Verarbeitung. Ne? Und das ist ja wirklich minimal. Also muss ich wirklich sagen, da hat man teilweise, wenn du, ja hier oder wenn du hier dieses Gummi hast oder so, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir teilweise Bademode kaufe, die doppelt oder dreifach so teuer ist, dann hast du sowas auch. Das ist einfach so. Ne? Irgendwo muss eine Naht ja auch anfangen oder aufhören. Ja, und hier haben wir das Höschen dazu. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen knapper, wenn ich ehrlich sein darf. Und ich mag aber das. Diese Farben, die sind nämlich sehr, sehr kräftig und ich glaube, dass das hier auch die Lieblingskombi von meinem Freund war. Wie man bei Lady Lola vielleicht schon ein Stück weit erahnen kann, macht dieses Oberteil auch wirklich einen schönen Push-Up-Effekt. Also hier ist jetzt wirklich gerade dieser Cup ein bisschen verrutscht, aber ne, eben dadurch, dass du hier diesen seitlichen Bügel hast und dann hier noch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, also gefühlt ist es wirklich, es sah wirklich angenehm und schön aus, Leute, wirklich. Ne? Das Höschen dazu mag ich auch richtig gerne leiden. Es ist auch wirklich gar nicht so ultra knapp, ne? Also das ist alles noch vollkommen in Ordnung. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn Höschen auch zu
tief sitzen. Also das ist halt genau die passende Höhe. Ich mag das aber auch nicht, wenn die zu hoch sitzen. Also High Waist wäre zum Beispiel für mich überhaupt nichts. Mag ich gar nicht leiden. Auch wenn das natürlich ein bisschen kaschierend wäre. An der Seite ist es halt auch nicht so... Also man hat das manchmal bei diesen Bikini-Höschen, dass es hier an der Seite so mega dünn ist. Ne? Dementsprechend ist es dann auch vorne etwas schmaler und auch am Hintern. Aber hier finde ich, dass es wirklich gut den Hintern abdeckt und man sich nicht zu nackig fühlt. Hinten sieht es halt toll aus. Ne? Das ist halt so, allein, also dieses Design generell finde ich sehr schön. Es ist so dieses sexy, aber gleichzeitig sportliche Design und das mag ich gerne. Das ist hier auch wieder verstellbar und super bequem, mag ich richtig gerne leiden und das ist, glaube ich, auch einer meiner beiden Favoriten. Ne? Also jetzt den ersten Badeanzug und ich glaube, den Bikini mag ich persönlich am liebsten. Genau, jo, mag ich leiden, ne? Kommen wir zu dem zweiten Bikini, der meinen Freund dazu animiert hat, mir Ahoi zu sagen. Aber ich mag das vom Design einfach gerne, dieses Maritime, weil der ist halt einfach, wie oft sagt sie halt, der ist blau-weiß gestreift. Den mag ich auch wirklich gerne, sonst, ich meine, wenn ich die vom Design nicht gerne mögen würde, hätte ich mir die ja auch nicht bestellt, die Sachen, ne? Also ausgesucht, weil... Habe sie ja zugeschickt bekommen. Genau, das ist so ein klassischer Triangel-Bikini, der aber hinten über Kreuz geht und da nochmal so eine ganz besondere Schnürung hat. Das gucken wir uns aber gleich nochmal genauer an. Auch hier hast du nicht, dass du seitlich was aufmachen kannst, sondern du schlüpfst rein wie in deinen Top. Und hast hier auch wieder die Anti-Nippel-Wetter-Gedönsen-Geschichten. Und ja, tolle Verarbeitung, muss ich wirklich sagen. Also das ist echt klasse. Da werde ich lange meine Freude mit haben. Und dazu noch das passende Höschen. Das ist einfach auch wieder so, ne? Bei diesem Bikini, bei diesem quasi Triangel-Bikini, nenne ich ihn jetzt einfach mal, haben wir nicht die Möglichkeit, hier oben die Riemchen zu verstellen. Also die sind halt wirklich in der Größe, wie du sie bestellt hast und bums, fertig, aus. Und dadurch, dass er aber so ist, wie er ist, also das Oberteil vor allem, ne, das ist mir immer super wichtig, ist es extrem bequem. Wir haben hier eine verstärkte Unterbrustpartie, das ist wirklich doppelt genäht. Also hier haben wir eine Naht und darunter haben wir eine Naht. Dazwischen haben wir halt ganz normal den Bikini, zweilagigen Stoff. Ne? Aber dadurch hast du nochmal so einen leichten Halt. Das verstärkt halt alles nochmal so ein bisschen besser. An der Seite haben wir es auch wirklich schön. Also da ist nichts, was irgendwie an der Achsel stören könnte oder am Arm stören könnte. Finde ich auch super schön. Also sehr, sehr angenehm. Es hat auch ganz, ganz toll gesessen bei mir. Und hinten, es ist der helle Wahnsinn, ne, wie das aussieht. Das ist ganz was Außergewöhnliches. Dadurch, dass es halt nicht dieses klassische Triangel ist und im Nacken sitzt, hast du halt auch nichts, was dir wehtun könnte, wenn du es zu eng machst. Weil wenn man Minimippen hat, so wie ich, dann macht man sich sowas eigentlich gerne sehr, sehr stramm, damit alles halt mehr nach oben gezogen wird und halt mehr gepusht wird. So, das kannst du hier gar nicht machen. Du kommst gar nicht in die Versuchung. Und dementsprechend hast du hier auch im Nacken nichts, was irgendwann so einschneiden könnte. Finde ich gut. Auch diese Träger an den Schultern finde ich sehr, sehr bequem und angenehm, weil die halt auch nicht zu eng sind und halt genau perfekt sind. Weil das durch diese Schnürung hier hinten, die nicht nur dekomäßig ist, also die hält auch wirklich, ne? Die gibt richtig Halt. Die verteilt dann halt so ein bisschen auch so diese ganze Kräftegeschichte auf die Rückenpartie, sodass das alles sehr, sehr smooth, sehr angenehm und sehr bequem ist vor allem. Genau. Dazu passend dieses Höschen, was halt auch wiederum nicht zu knapp ist und für mich tatsächlich an der perfekten Stelle sitzt. Ne? Also genau so sollte ein Bikini-Höschen sitzen. Sieht bei ihr natürlich ein bisschen locker aus, weil ihr Popo ist nicht so groß wie meiner. Genau, aber das ist tatsächlich jetzt ja auch ein sehr, sehr schöner Bikini, den ich mir gut vorstellen kann. Dann draußen hier in der Hängematte liegen, ein bisschen Sonne, ein bisschen Buch lesen, den Triangel-Bikini an dazu und fertig ist die Laube. Also da werde ich mich auch sehr bequem und sehr angezogen drin fühlen und gibt sehr interessante und witzige Bräunungsstreifen am Rücken, finde ich. Aber das finde ich vollkommen in Ordnung. Also ich bin kein, also ich habe kein Problem damit, wenn man halt Streifen sieht. Bei mir ist es eher so im Gegenteil. Dann sehen die Leute überhaupt, hey, guck mal, die ist überhaupt gebräunt. Ja. Kommen wir nun zu dem letzten Teil und das ist ein Strandkleid. Also auch sowas bekommt man dort in dem Online-Shop und auch das hat, glaube ich, 23,99 € gekostet. Ich spick mal, ja. Aber da gibt es nur eine einzige Größe bei diesem Produkt. Da gibt es keine
verschiedenen. Deswegen sitzt es bei mir extrem locker. Ne? Bei anderen wird es dann vielleicht noch lockerer sitzen, wenn sie normalerweise eine XS haben. Aber ich finde, bei Strandkleidern, da hat man das auch ganz gerne, dass das Ganze ein bisschen lockerer sitzt. Mein Freund beschrieb dies, als ich das anhatte, so ganz freundlich als, oh, du trägst eine Gardine. Aber ich mag das, muss ich gestehen. Ne? Also ich bin ein Fan von diesen gehäkelten Produkten. Ich finde das übrigens richtig cool, dass man halt auch das hier bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen könnte. Ne? Und so könnte Lady Lola sich den Poncho überwerfen, wenn ihr denn kalt werden würde, wenn sie schwimmt. Ja, das sieht bei ihr natürlich auch ganz toll an den Hupis aus. Bei mir jetzt nicht so. Ne? Aber ich finde das sehr hübsch, sehr bequem, sehr einfach mal überschmeißen oder wenn man, keine Ahnung, irgendwo, irgendwann mal, wenn man wieder darf, auf einer Poolparty ist zum Beispiel oder wenn man im Urlaub ist und dann war man vorher im Meer und geht dann irgendwie was essen, ne, dass man sich eben was überwirft und dann nicht nur in Strandbekleidung sitzt, finde ich das ganz cool. Oder wenn man sowieso gerade so einen Strandausflug macht und dann ins Café geht, um sich dort einen Kaffee zu trinken oder einen Kuchen zu essen oder ein Eis zu essen und sich nicht halbnackt da ins Café setzen möchte. Finde ich solche Ponchos einfach total praktisch. Ich finde es großartig und ja, deswegen habe ich mir den auch gerne mit ausgesucht, weil ich den so schön fand. Ne? Das ist halt, wie oft hat sie in diesem Video halt gesagt, relativ häufig. Ich mag den. Das ist ganz, ganz hübsch und ich habe hier diesen, Moment. Genau, das sieht man natürlich jetzt nicht, weil die Lady keine Arme hat. Man hat hier halt so ein, da kannst du mit dem Arm rein, hier an der Seite ist es so schön geschnürt und das endet dann, ich habe den auf links angezogen, na das läuft ja. Ist aber egal, sieht trotzdem gut aus, ne? Ja, das endet in so einer Kordel hier unten, das finde ich auch ganz hübsch. Ich stelle sie mal eben kurz ab und ja, da kannst du das auch noch ein bisschen fester ziehen, wenn du möchtest, dann sieht das hier am Bein auch so ein bisschen, ne, offener aus oder du machst die Kordel halt länger, dann hast du nicht so ein offenes Bein. Genau. Ich mag das. Das ist ein schöner Überwurf. Also das ist, es ist schon, ne, tolle Mode für einen bezahlbaren Preis. Ich finde 23,99 auch für den Poncho richtig, richtig vollkommen in Ordnung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn ich im Sommer zur Arbeit gehe, dass ich einfach nur einen Top drunter habe und dann morgens aus dem Haus und dann im Laufe des Tages einfach den Poncho dann ausziehe im Prinzip. Und ja, das ist halt auch echt, ne, ein schöner Style. Dann könnte man theoretisch hier so ein Gürtelchen einfach drum machen und hat dann auch irgendwie so ein bisschen was bürotaugliches, also ne, wenn man halt Top und Rock und Tralafitti drunter hat oder ein Kleidchen oder sowas, kann ich mir wirklich für mich persönlich einfach auch sehr, sehr gut vorstellen. Der Poncho geht auch, wenn man den anhat, so über den Hintern, ne? Also das ist bei mir, schließt halt wirklich am Hintern ab, das finde ich ganz, ganz hübsch und ich finde auch gerade, wenn man eben diese Sommerzeit hat und das mit diesen Cafés und so weiter oder man ist hier irgendwo am Badesee und möchte danach noch irgendwie zur Eisdiele oder so, ich mag das einfach nicht, wenn man sich dann im Bikini irgendwo hinsetzt, aber das ist halt meine Sache, ich mag mich halt nicht so gern in Unterwäsche oder in Bademode so offen zeigen. Das ist einfach von mir so ein Spleen. Vielleicht geht es ja auch manchen anderen so, die sich dann ja auch ein Poncho holen. Ich weiß es nicht. Oder man, ein Handtuch überlegen ist halt auch so eine Sache, aber ja, das ist halt das Bequemste, finde ich irgendwie. Aber gut, ja, das war jetzt auf jeden Fall mein Capschi-Haul und ich bin super, super glücklich, dass ich diese Produkte hier zugeschickt bekommen habe, weil dann habe ich auf jeden Fall was zum Anziehen für den Sommer und freue mich jetzt auch schon auf den Sommer. Das wird total klasse. Und ja, das finde ich echt, also sehr lieb von Capschi, dass sie sich an mich gewendet haben und mich gefragt haben, ob wir die Kooperation machen. Ich finde es cool, dass ich euch einen 15% Rabattcode mit an die Hand geben kann und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls jemand von euch schon mal dort was bestellt hat und was es war oder falls ihr jetzt auf Grundlage dieses Videos bestellt, dass ihr mir das einfach mal schickt, würde mich echt total interessieren, dass man auch so sieht, was ihr so cool findet an Bademode. Ja, und das war's jetzt auch schon. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion Hauls, ja, das macht Sinn. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!